Hallo, hier ist Gail, sei gegrüßt. Herzlich willkommen zu Tag 13 der 21-Tage-Challenge Entdecke dich neu. Um dich neu zu entdecken, geht es darum, dich mit deinem Körper zu verbinden, ihn zu spüren, aber auch darum, in Balance zu kommen, deine männliche und deine weibliche Seite auszubalancieren, auszugleichen und sie miteinander zu verbinden. Und dazu habe ich heute zwei klitzekleine Asanas für dich. Es ist also eine sehr kurze, aber sehr wirkungsvolle Yoga-Sequenz, die heute auf dich wartet. Und du brauchst sie immer nichts, außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper und eine Matte. Wir beginnen heute in Rückenlage, du hast deine Füße aufgestellt, deine Knie berühren sich, die Arme liegen am Körper und du schiebst die Fingerspitzen Richtung Fersen. Nimm dir einen tiefen Atemzug, wie immer, um ganz bewusst bei dir anzukommen, auf deiner Matte anzukommen. Und bring dann die Knie nacheinander zur Brust, nimm die Hände an die Knie und zieh diese sanft Richtung Körper. Deinen Atem fließen. Und durch dieses Heranziehen legst du auch sanft die Entgiftung deiner inneren Organe an. Die werden hier stimuliert, massiert. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Und nun löst du deine linke Hand vom linken Knie, streckst das Bein lang nach vorne. Vorne aus, entweder auf Fußhöhe rechts oder aber weiter nach unten, ganz so wie es sich für dich gut anfühlt. Beide Hände sind nun am rechten Knie und du atmest ein und ziehst dir das rechte Knie noch ein bisschen weiter ran. Dann atme aus, löse die Hände, wechsle die Beine und zieh nun das linke Knie mit dem Einatmen näher ran und streck das rechte Bein aus und dann wieder wechsel. Ausatmen und einatmen, ranziehen. Je nachdem, wie tief nun dein Atemrhythmus ist, kann die Bewegung ganz langsam sein. Und gerade wenn das eine Bein gestreckt ist, spür hinein, wie gut sich das anfühlt. Vielleicht atmest du aber auch ein bisschen schneller und dann ist natürlich auch die Bewegung schneller. Einatmen, ranziehen, ausatmen, wechseln. Einatmen, ranziehen, ausatmen, wechseln. Und nochmal, es spielt keine Rolle, auf welcher Höhe dein gestrecktes Bein ist. Tu das, was sich für dich gut anfühlt. Eine der vielen Übungen, hier wirklich deine rechte und deine linke Seite in Balance bringen. Deine rechte Seite, die männliche Seite, die aktive, die analytische, die logische und die linke Seite, die weibliche Seite, die Mondseite, entspannt, kreativ, voller Leidenschaft. Und ganz oft geht die weibliche Seite in unserem doch sehr ausgefüllten Alltag mit all dem Funktionieren, mit all unseren Rollen, unseren To-Dos unter. Bleibt keine Zeit zum Entspannen. Und immer wenn du das Gefühl hast, dass du im Hamsterrad bist, dass du unausgeglichen bist, so unzufrieden, dass dir die Zeit fehlt, um zu atmen, dann leg dich auf deine Matte und mach diese Übung. Übrigens, die kannst du auch wunderbar im Stand machen, wenn du sagst, oh, ich
Ich weiß gar nicht, wo meine Matte ist. Die jetzt rauszuholen. Mach die Übung im Stand. Stell dich gerade hin und zieh im Wechsel die Knie ran. Letztes Mal pro Seite. Und dann holst du dir wieder beide Knie ran. Dann stell die Füße auf. Die Arme an den Körper, streck deine Beine lang, öffne die Beine, dreh die Handflächen nach oben, schließe deine Augen und komm in unsere zweite Position. Ganz wichtig, gerade nach diesem Ausgleich in Shavasana. Richte deinen Blick leicht nach oben. Den Punkt zwischen deinen Augenbrauen in der Mitte deiner Stirn. Lass deinen Atem fließen. Möchtest, bleibe nun in Shavasana liegen, wenn du noch die Zeit hast, wenn du das Bedürfnis hast. Aber falls du wieder zurück darfst in deinen Alltag, dann komm jetzt ganz langsam und bewusst wieder bei dir an, bewege die Zehen, die Füße, die Finger, die Hände. Nimm die Arme über den Kopf und strecke dich. Stell dann deine Füße auf, bring die Arme zurück nach vorne, kippe mit beiden Beinen nach links, nimm den Oberkörper mit, stütz dich auf der rechten Hand auf und komm langsam in die Mitte deiner Matte, in die Easy Pose, in den Schneidersitz. Atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben. Und atme aus, hol dir die Hände vor dein Herzchakra. Jawohl. Du darfst wieder stolz auf dich sein, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, auf deiner Matte erschienen bist. Und ich freue mich riesig auf das nächste Video mit dir. Bis dahin, mach's gut.